Multiply ist das. Multiply. Was denn? Aufnahme starten. Deine USB-Anschluss hat was gegen mich am Mikrofon. Warum? Weil immer wenn ich es dort anschaue, fängt es extrem zum Rauschen an. Aber nur dort. Na gut, meine lieben Leute, hallo und herzlich willkommen. Das Ja, ist ein... exklusive Aufnahme für YouTube. Ja, was? Mit der beste Einig. Ja, was? Mit der beste Einig. Ja, was? Mit der beste Einig. Grüß euch. Einig ist auch dabei. Hallo. Ja. So, was machen wir? Was machen wir? Was haben wir zu machen, ist die Frage. Ich tue gerade pressen. Gras ansehen müssten wir jetzt noch. Gras. Im Anfeld muss ich dann noch schauen wegen Holzstümmel. Ich weiß nicht, wie weit die Silarspalten sind. Da ist ein kleines Feld. Ist das mit Gras zu machen oder was? Ja, das große gleich daneben, neben den anderen. Weil das ist nämlich ein kleines, kahles. Das haben wir auch noch dann, ja genau, das gehört dann auch noch angesehen. Mit was? Weiß nicht, was machen wir mal drauf. Oder soll ich zuerst mit Gras anfangen? Ich würde halt das Gras, das Wachs. So, Entschuldigung, welches... Oh ja. Eh dort, wo er steht, oder? Ich weiß jetzt nicht, wo er steht, wenn ich hier bin. 53. Was den neben dem anderen halt. Dass wir ein großes haben. Da ist eine kahle Fläche jetzt. Bin mal aus dem Traktor gestiegen, dass wir da vom gleichen reden. Ne, du brauchst ja nur schauen. 53. Ja, es geht von 53 über 54. Ja. Okay, das also. Ja, dann haben wir ein großes. Okay, weil nämlich Weizen voreingestellt ist. Ja, weil du ja Weizen noch an dem Anbord hast letztens, oder? Ah, okay, deswegen. Hat er das fertig gemacht? Ich habe nachgebessert, bevor ich mit anderen begonnen habe und dann. Okay. Bist du eigentlich fertig, ja? Auf das andere, weiß ich nicht, kann man irgendwas anders bauen. Auf das andere? Aber du hast nicht viel verpasst, du hast 6 Spielstunden verpasst. Oha, nicht viel. Ja. Aber ich war fleißig. Mhm. Ich habe eben das Grasfeld habe ich als Feld gemacht, dann das Feld eben gegenüber habe ich als Feld gemacht. Ich habe mich bei Wege probiert, obwohl ich da 3 verschiedene geprobiert habe. Da muss man dann schon. Was wir dann nehmen. Mhm. Wo hast du die probiert? Zwischen. Brauchst du gerade schon? Zwischen 55. Und dem Weizenfeld, also auch 55, dann zwischen 55 und 54 und der dritte wäre zwischen 45 und 55. Okay, das habe ich mir jetzt genau. Also zwischen die Felder, alles rund um die Felder. Okay. Und was ich herausgefunden habe, was du dir anschauen könntest, es gibt eine Produktion, die Silage produziert. Die Silage produziert? Ich habe mal halt keine Ahnung, wie viel man da reinlernen kann, weil keiner dabei steht. Aber das ist wie ein Silo, das kostet nur 15.000. Und man kann auch Stroh reingeben. Aha. Ich habe keine Ahnung, wie gut das funktioniert.
Oder da eben nicht sagen? So, jetzt nochmal. Du hast gesagt zwischen. Zwischen die Felder. Einfach nur zwischen alle Felder. Schon mit Beton oder so? Oder mal so? Ich habe Schotter genommen. Ah, das ist einmal eins? Ich habe eins nur mit Schotter genommen. Das weißt du da. Genau. Und ich glaube, da habe ich einen Grasstreifen dazwischen gemacht. Achso, der ist absichtlich, okay. Dann habe ich. Da ist eine Spur sehen. Dann habe ich nur quasi so den Schotterweg gemacht, also wo. Okay, das hast du rund um das Feld da gemacht, quasi. Und einmal quer rauf. Sind es aber ein und dasselbe? Weil du gemeint hast, du hast drei unterschiedliche gemacht. Naja, der eine ist nur eine Straße quasi. Und der andere hat quasi nur den Schotter. Mit dem in der Mitte, aber ich glaube, das schaut scheiße aus. Mit dem Grasstreifen? Ja. Ja. Und dann habe ich einen, wo quasi der Schotter die Radspuren vorgibt. Unten, den. Ah ja, okay, das ist quasi gewollt. Das schaut cool aus. Und wo ist der dritte? Warte mal, das ist mit dem Schotter. Ja, der Schotterweg, den ich vorne, da habe ich bei dem einen ist Gras in der Mitte und bei der anderen ist nichts gewachsen quasi in der Mitte. Achso, und aber was ist der dritte dann? Ja, das ist der dritte. Schotter mit Grasstreifen in der Mitte, unten Grasstreifen und links Schotterabdrücke oder kein Gras in der Mitte und trotzdem rechts links Schotterabdrücke. Da lagen wir jetzt vor der wieder übers Feld. Gut, da ist noch keine Feldvernichtung. Sicher ist eine Feldvernichtung. Noch nicht. Da sieht man ja die Spuren, oder? Nein. So, okay. Da ist Gras in der Mitte. Nicht. Ganz unten. Dem hast du gesagt, das schaut eh schon gut aus. Also das ist, sind zwei verschiedene. Das ist ein verschiedener. Nein, Stelle. Das sind keine. Ganz unten, Norbert. Bei der Stelle quasi. Nein, zwischen den zwei Feldern. Das schaut lauernd aus. Das ist einer? Mhm. Und da habe ich das Ganze ohne Gras gemacht. Ja, ohne Gras finde ich schaut am besten aus. Schaut am besten aus, oder? Ja, habe ich auch. Mhm. Sieht man schöner, finde ich, und so. Ja. Ich glaube, der Schotter schaut auch gut aus. Mhm. Und für so Hauptstraßen dann können wir dann Beton nehmen zum Beispiel. Habe ich mir gedacht, da können wir so zwischendurch so stärkere Hauptstraßen machen. Ja. Lustig ist, denn dein Avatar ist bei den Hühnern im Bicken geblieben. Echt? Ja. Sonst kann ich da eigentlich nichts erzählen. Nein, wirklich sehr, sehr nice gemacht. Eigentlich nur viele Ansehen. Ewig. 53, 54, 55. Das heißt, die 3, na, 53 und 54 ist dann ein Feld quasi. Oder wie? Genau. Krass. Passt. Dann das 55 haben wir geteilt. Genau. Ah, 45 hast du oben auch schon was gemacht, habe ich gesehen. Oder? War das schon? Na, da hast du auch was gemacht. Sowieso. 45 habe ich auch, die Hälfte. Mhm. Und die andere Hälfte ist ja dann Hof. Mhm. Das heißt aber, wir reißen jetzt wirklich die Stelle und alles weg, haben wir gesagt. Ja, sobald wir halt bauen. Ich glaube, es ist gescheit, dass wenn wir da immer dazu stückeln. Ich sag, dieses Silage-Silo kannst du mal anschauen, das kostet 15.000. Aber keine Ahnung, wie effektiv das sein soll, sein kann.
Ich sag mal, 15.000 ist nicht viel. Das könnte man nämlich auch dorthin stellen, ja. Ja. Müsste schauen, wie man das. Was ich entlassen würde, sind die Bienen, weil da haben wir ja gesehen, dass die Ertragssteigerung haben. Ja gut, die Bienen müssen wir sowieso rund um die Felder machen. Ja, aber das Gebäude dort muss stehen bleiben. Oder wir geben nur so ein kleines Feld hin für die Honigdinger. Ja gut, aber wir bauen ja das dann eh auch am Hof an, oder? Ja, aber wenn du es vorher wegnimmst und... Wir nehmen es ja nicht vorher weg. Okay. Naja, wir nehmen es weg, wenn wir dann den Hof bauen. Oder das jeweilige Gebiet. Weil jetzt ist ja noch eine fixe Annahmequelle. Irgendwas... Was macht er da? Okay, wachst du. Gott, sonst kann er da eigentlich eh nichts dazu. Irgendwas Geiles im Angebot gewesen? Ja, wie gesagt, ich habe nur 6 Stunden gespielt, also. Ich hoffe, dass die schwarzen Striche da eh nichts auf sich haben, wir dadurch jetzt drüber. Oder hätte ich da über alles drüber müssen? Nein, eh nur das, was nicht angesehen ist noch. Ja, das ganze Feld ist noch nicht angesehen. Was, 54 auch nicht? Ja, 54 schon, das ist ja schon krass gewesen. Okay, passt. Wie gesagt, bei 55, nein, was ist jetzt, 53? 50. Da ist der eine Berg nicht, das ist irgendwie, der geht nicht weg. Da müssten wir halt dann schauen, wenn wir den Kurs machen, ob wir den irgendwie drumherum schieben können, dass er nicht genau drüber fährt. Mit dem Gruber habe ich es geschafft, also mit dem Gruber seitlich ist er drüber gekommen, aber ich weiß halt nicht, wann der Kurs dann, was hier frontal drauf geht mit dem E-Werk. Dann wird das nicht schaffen. Gut, hast vielleicht mit dem E-Werk testen können. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Das muss es eh sehen. Es ist wie ein Baum dort. Gut, das ist wahrscheinlich... Ah, ich glaube, ich sehe schon. Das andere habe ich rundherum gut wegbekommen. Das ist super. Das ist zwar auch teilweise steil, das kann man dann irgendwann noch nachbessern. Mhm. Aber da hatte ich absolut keine Probleme. Nur dort eben ist jetzt den Gruber so aufgehoben. Ich weiß halt nicht, was, wenn der Helfer dort fährt. Ob er dann nicht, was sie sagt, okay, es geht nicht mehr weiter, blockiert oder so. Oder eben nicht den ringsdrum herum machen müssten dann. Notfall stellen wir dort halt ein Objekt hin, so wie ein Elektrizitätsmasten, weil vielleicht erkennt er das dann als Hindernis. Na ja gut, aber wenn der Kurs schon gespeichert ist, musst du trotzdem den Kurs ändern. Ja gut, nein, gibt's ja noch keinen, oder? Nee, aber wir müssen, aber dann erstellen wir ja einen. Ja. Gut, das heißt, wir kaufen dieses Silo, weil dann können wir das Stroh da eigentlich gleich reinwerfen, wenn das wirklich funktioniert mit Stroh. Ja, da probieren wir es aus. Das wollen wir das Stroh so verkaufen. Ich sage, beim jetzigen Stand sind 15.000 nicht viel verhaut, wenn wir jetzt die Silage noch haben. Ah, ich sehe gerade, durchs Drüberfahren ist nicht das Feld kaputt, sondern das Unkraut ist weg. Wo ich da drüber gefahren bin, oder ja. Was? Na dann, drüberfahren. Weil ich einen Helfer einstelle, nur mit dem Traktor, ohne Maschine. Aber ich muss nur sagen, gestern bin ich in ETS eine geile Strecke gefahren, erstmalig. Okay. Was denkst du? Ohne mich. Von Nürnberg nach Luxemburg rüber. Aber es war urviel Landstraße. Gar nicht mal Autobahn diesmal. Und ich habe es erstmal nicht geschafft, dass ich den Traktor zurücksetzen musste. Den Traktor. Okay. Also nicht zurücksetzen, ich habe gesagt reparieren. Also abschleppen, lass ich lassen. Ja. Ich habe mich das so verkeilt, ich bin nicht mehr vor- und zurückgekommen.
Gute beim Gras ist, das muss man nur einmal quasi ansehen. Jo. Da hast du recht. Du hast mir gesagt, das ist immer das Erste, weil dann kann das einmal wachsen. Da könnte er dann theoretisch ein Helfer. Welche sind da jetzt noch zum Ansehen leicht? Das, wo ich gerade Stroh press. 55 und das neue. Ah, das ist auf 45, okay. Das könnte man dann rein theoretisch einen Helfer geben auch. Gut, das Gras ansehen, da könnte man auch einen Helfer geben. Also nein, weil dann würde er das ganze Feld machen. Ah ja, stimmt. Ja, man, ein normaler Helfer könnte es machen. Das ist halt nachbessern dann alles. Ja. Aber wenn du Curse bin, erkennt er jetzt das ganze Feld. Okay. Weißt du, ich sag mal, wenn. Okay, da ist irgendwas. Was ist denn da? Da bleibt was Grünes zurück. Okay, da muss man eventuell vielleicht mit dem. Nachbessern noch. Wollen wir was auslassen? Ja, da ist ein. Da ist. Was Grünes und wenn ich da drüber sehe oder halt. Darf ich was auslassen? Das ist also nicht grün. Ja. Darfst du was auslassen? Ich habe noch eine Länge, dann kann ich. Komm mal. Okay. Ist jetzt nicht so tragisch, sag ich mal, aber wisst ihr. Da haben wir es komplett. Dann haben wir es ordentlich. Genau. Wird irgendwo einen großen Baumstumpf halt auch noch ziehen, muss es auch so sagen. Auf irgendeinem der Wege habe ich einen gespürt. Wie du da gezeichnet hast. Gut, die stehen nicht so. Eh nicht. Aber ich habe mir gedacht, ich sag's halt. Ja, ja. Den kann man irgendwann, wenn wir drüber fahren. Ich hätte halt irgendwo in der Mitte, was ihr dann so eine dicke Straße gemacht, was so. Weil wenn wir immer nur so Einzelfeldwege haben, ist das zwar schon platzsparend. Ja, aber weißt du so, dass man Gegenverkehr haben kann, weil hier müsstest du den Autodrive-Kurs jetzt so legen, dass sie sich nie entgegenkommen. Ja. Okay, da ist auch was auslassen wieder. Da sehe ich dann auch was. So. Ja, bei dem Schotterstreifen werde ich dann das Gras irgendwann in der Mitte wegmachen. Ein bisschen Straße, aber. Aber kann man das wegmachen, ohne dass das nachwächst? Ja. Oder wie glaubst du, habe ich einen Schotter gemacht? Okay. Und da ist ja auch nur auf Gras. Ich meine, man könnte theoretisch auch machen, einen Schotter und so Streifen drinnen. Könnte man auch probieren, ja. Abbahnstreifen. Aber ich glaube, der Schotter ist generell zu breit, weißt du, man. Macht. Weil für zwei Spuren ist er zu mal, für eine Spur ist er irgendwie zu breit. Aber ja, ich meine, du kannst auch probieren dann. Kriegst du auch was Geiles zum. Oh, ist das drinnen? Okay. So, I'm coming. Ja, es kostet was. Ist ja nicht, dass ich dann so viel Geld verpusht deswegen. Ja gut, du wirst ja keine 10.000, 12.000 ausgeben. Hoffentlich. Hoffentlich. So, bei dir da oben? Auf der anderen Seite. Ah, einen sehe ich schon, ja. Ich schon. Musst du da nochmal drüber sehen, gell? Ja, passt. Weiß ich.
Und wenn du dann drauf fährst, ist noch einer. Und dann unten aber ist auch noch einer. Unten, wenn von deiner Sicht aus nach rechts dann irgendwo. Ja, sehe ich schon. Ah, und bei mir da oben ist auch einer, sehe ich gerade. Manchmal habe ich ein bisschen auch mit dem GPS gespielt. Bitte? Habe mich auch ein bisschen mit dem GPS gespielt, nämlich. Okay. Und hier ist dann bei mir auch noch ein bisschen was. Auf der Seite. Und da oben auch irgendwo. Ah, da sehe ich auch noch was. Jetzt gerade was. Genau, und geradeaus weit ist auch noch was. So. Danke. Was natürlich ganz leibend wäre von dir, wenn du eventuell mit Saatgut auch vorbeikommen könntest. Nur Saatgut? Mehr Saatgut als Dünger, aber vielleicht beides. Weil ich nicht weiß. Saatgut habe ich zwar noch 50%, aber trotzdem. Dünger 70. Bitte, danke. Morida! Dankeschön. Das heißt, die produziert uns dann Silage, wenn wir was reinhauen? Genau. Okay. Jetzt gleich. Ich nehme das vor. Übrigens, ich weiß nicht warum, aber die 150er Ballen, die hat er auch in zwei Reihen jetzt gemacht. Was meinst du? Achso, nein, sind da hoch. Vergiss es, vergiss es. Alles dumm. Das ist die andere. Vergiss es. Okay. Nichts Wichtiges. Alles beim Alten. Jünger? Bin ich gespannt, jetzt habe ich bei Ankick auf einen Spieler geboten, das ist mein ganzes Budget weg dann. Auf welchen? Der ist über 6 Millionen wert. Aber du, ich hätte da eher klein begonnen, weißt du, dass du mal mehrere hast, die Punkten. Aber ich hätte noch keine gefunden. Was hast du noch keine gefunden? Transfermarkt. Aber das sind eh jetzt immer wieder welche, die Punkten drin. Beispiel, ich habe jetzt noch gerade vorgestern einen Goalie bekommen, den von der WSG. Genau gestern eine Stunde vor dem Matchbeginn ausgelaufen. Andy Irving. Irving. Aber sie sind das zum Beispiel für 4 Millionen Seidel, 3,8 an Goalie, 2,7 an Mittelfeldspieler, was man? Mhm. 1,2 an Angreifer. 666.000. Der hat in 4 Spielen 1400 Punkte gemacht und habe ich mir gedacht, wow. Ja, das eh. Das, möchte ich nicht bestreiten, aber weißt du, ich kenne jetzt deinen Kader nicht, aber wie du gegen mich gespielt hast, haben 7 Spieler keine Punkte geholt, weißt du, Mann? Ja. Dann reißt dich einer, der 200 Punkte macht, in einer Runde auch nicht so raus. Stimmt. Mann, ich weiß nicht, wie du dieses Wochenende jetzt abgeschnitten hast. Das ist noch im Laufen gewesen, wie ich geschaut habe.
Weil Gebot kann man ja nicht mehr zurücknehmen, gell? Oh ja. Oh ja? Solange er es nicht angenommen hat, kann man es auch zurücknehmen. Oder vielleicht will ich dann wieder zu schnell zu viel. Ich weiß nicht. Aber du verstehst, was ich meine, oder? Das. Ja. Ich würde mal schauen, wer punktet nicht und so bei dir. Und da eher schauen, dass ich. Gebot bearbeiten, ich kann nur sagen. Speichern. Da gibt es ein X, halt, glaube ich, daneben. Gebot bearbeiten. Ah, da. Also, ich sehe 1, 2, 3 zum Beispiel haben gar nicht. Achso, sie waren nicht einmal im Kader. Na, 4. 4 war nicht einmal im Kader gesetzt bei dir. Was meinst du? Die waren nicht einmal bei der Partie dabei. Die, ach so. Die waren, weiß nicht, in der zweiten Mannschaft oder so. Gut, da kann man nicht immer drauf schauen, wer spielt, wer nicht, oder? Was meinst du? Naja, ich muss ja mit dem Material spielen, was ich habe, und ich kann nicht sagen. Ja, drum, sag ja, drum musst du schauen, wer nicht spielt, und den würde ich gleich entfernen. Gut, das weiß ich ja erst, wenn das Match läuft, dann. Ja, gut, aber der hat noch nie Punkte gemacht, und wir sind schon in der 5. Runde. Der hat noch nie gespielt, der eine bei dir. Ach so, so meinst du. Der andere auch nie, ach so. Bug da nicht gespielt. Bonn hat zum Beispiel ersten 2 Runden gespielt. Tobias Kanz ist verletzt, deswegen hat er nicht gespielt. Also du hast einen Dreier-Goli von Rapid Wien zum Beispiel drin, der wird höchstwahrscheinlich nie zum Zug kommen. Mhm. Also die Spieler, die in echt was reißen, da kriegt man da die Punkte dazu quasi. Ne, es geht ja nach dem, was sie in echt reißen. Okay. Da wird ausgerechnet Passquote, Assist, Tore. Ah, okay. Schussquote, Ballbesitz, alles mögliche. Die ganzen Daten, was halt KRF arbeitet. Und da werden uns noch Punkte dran gegangen. Oder wie soll man da schauen, wer wann wie spielt, Alter? Da muss ich jedes Mal schauen, spielt er nicht? Ja gut, das kriegst du ja dann eh mit. Wenn Fischer der Stammmannschaft. Ein Querfeld, ein Auer, was soll man, ein Schneck, das ist alles Stammpersonal bei den ganzen Mannschaften. Ja. Ein Konate bei Salzburg, so wie Erwing ist auch Stammpersonal. Ja. Solange sich die nicht verletzen, sind die Spieler, die immer spielen. Mhm. Aber ich würde halt kleiner beginnen, dass du mal so mehrere hast und dann kannst du ausbauen, weil das ist ja auch stehendes Kapital. Mhm. Ich habe gesehen, du hast auch noch gar keinen Verkauf zum Beispiel. Nein, ich habe noch nicht aussortiert, Kader. Achso, das ist ja auch stehendes Kapital. Das sind dann auch vielleicht noch 2 Millionen drin oder so. Ja. Und so wie den Schick, den hast du schon gut, ja. Den Kreins hast du auch gut. Jetzt der Hoffmann könnte gut sein, weil ich glaube, der andere hat sich heute verletzt, der Ivkovic oder Cevkovic. Mhm. Und der wird jetzt auch öfter spielen, weißt du? Ja, ein paar gute Spieler sind schon drinnen. Und Dominik halt mit den Salzburger so stark jetzt. Ja. Das ist allein nur Salzburg am 800 Punkte gemacht. Und wer ist der andere, der da noch mit dabei ist? Das ist der Domi, der war eh auch da, wenn wir geschaut haben. Ah, der Fußballer, oder? Ja, genau. Ja. Weißt du, wenn du Fragen hast zu Spieler, kannst du mich auch immer fragen. Ich verfolge die Bundesliga natürlich mehr und viel. Ja, weißt du, ich verfolge das jetzt nicht so und schaue, wer Stamm ist und wer nicht, weißt du, wie ich meine. Da müsste ich mir jeden Kader durchschauen, wann hatte wer wo wie gespielt. Ich weiß schon, aber du kannst es auch immer anhand der Punkte, siehst du ja schon, wer hat ungefähr gespielt. Ja, ob die mehr werden oder nicht, meinst. Na, du siehst es ja. Also, wer hat 0 Punkte, dann hat er noch nie gespielt. Wenn er hat 400, dann wird er schon 2-3 Runden gespielt haben. Wie viel kriegt man da im Schnitt? Bei einer halbwegs guten Partie? So, ich habe immer über 1000 jetzt gehabt. Wow. Heute, ja. Jetzt habe ich zum Beispiel 1280 in der Runde. Mhm. Kann ich dann meine Runden vorlesen. Also erste Runde natürlich nur das, was ich hatte. 794. Zweite Runde 1015.
1449 und jetzt eben 1042. Es kommt halt sehr, was sehe ich, natürlich auf die Leistung an. Ja, du musst schauen, dass der Spieler halt dann gut spielt, ja. Weil siehst du zum Beispiel, was hat bei mir? Bei mir eben der Frederik ist noch immer verletzt, der Grabe hat sich letzte Woche eben verletzt. Ja, stimmt, habe ich drei Spieler, vier Spieler eigentlich, die nicht spielen. Zum Beispiel der Pirkel war die ersten zwei Runden so stark, jetzt hat er 40 Punkte zusammengebracht. Und letzte Woche zum Beispiel hat mich der Fadinger rausgerissen gegen Dominik. Der hat 673 Punkte in einer Runde gemacht. Also fast die Hälfte, was ich letzte Woche hatte. Und diese Runde nur 123, was man. Zum Beispiel, ich habe in Hierländer ersten drei Runde gespielt, diese Runde nicht. Weiß ich nicht warum. Und PSV oder so. Aber ich versuche jetzt eben Ersatz zu holen. Aber nur, dass ich reagieren kann. Ich sage, ich habe auch nicht so die ultra tollen Spiele. Ich kann ja mal vor teuersten sein. Drei Millionen Grabherr, 3 Millionen Fadinger, aber die sind halt schon gestiegen. Pfeiffer 2,8, Kennedy 2, Pickel 1,5, Mustafa 1,4, Torhüter 1,1, 900.000, 500.000 und 300.000. Wow, also hier ganz schön Werte. Aber zum Beispiel, ich habe keinen über 6 Millionen oder über 3,6 ist das. Und wichtig ist halt, den Spieler dann zu gehen. Und nicht sagen, Salzburger wird stark sein, Sturmspieler werden stark sein. Ja. Rapidspieler. Also alle die, wo du weißt, die kommen eigentlich in die Top 6 im Normalfall. Gut, ich schaue eh, dass ich nicht kaufe, weiß nicht Altach oder so. Blödes Ich Beispiel. habe zum Beispiel, Hadinger ist Altacher. Aber da wusste ich, dass ein Neukauf, der will Tempo machen auf Altach. Das ist aber nur ein Spieler. Das ist kein ganzes Team. Siehst du, jetzt bei Pirkl habe ich Pech. Der hat die ersten zwei Runden in Linz gut gespielt. Die letzten zwei Spiele nicht. Aber die Salzburger, wie du sagst, sind halt auch teuer. Ja. Dominik hat zum Beispiel jetzt drei Spieler bis jetzt gekauft und da war jeder auch über 3 oder 4 Millionen. Gut, ihr habt schon mehr Budget, weil ihr schon eine Runde dabei wart, ne? Also, das sind Oder spielt alle. ihr nur noch von neun? Jede Saison. Jede Liga ist neu, ja. Ach so, Du da kriegst bin einen ich nicht Kader dabei. und dann beginnst du wieder bei null quasi. Ach so, Das aber wäre da sehr bin ich nicht unfair. Spieler mit. Mann. Außerdem bin ich der Einzige, der letztes Jahr gespielt hat. Dominik hat zwar auch gespielt, aber zum Schluss eigentlich gar nicht mehr dann. Also ich habe haushoch die Liga letztes Mal gewonnen. Wir waren nur zu zweit letztes Jahr. Spielen, das ist ja nur, also so richtig spielen tust du ja da nicht. Da kannst du nur schauen, dass du die Spieler verbesserst und reinhaust. Ja genau, aber Dominik hat dann nach 5 Runden aufgehört. Ach so. Hessischer Fermenter Zielon. Somit hatte ich dann leichtes Spiel. Ich hatte Steilwald zum Beispiel, solche Spieler, die halt immer gepunktet haben, dann auch. Burgstaller. Sowas hat es früher gegeben mit der deutschen Liga, das war cool. Ich glaube, Auch sowas gibt es hier auch. Giga-Liga hat das damals geheißen. Das muss ich das Stroh da wirklich reinlernen. Warte, ich komme mal, dass ich mir das anschaue. Was hast du gemacht? Habe mich verdrückt. Hast du einen Haufen so hingemacht? Ja, ich habe den Ball aufgeschnitten. Und Lager ist leer. Er nimmt es aber nicht irgendwie. vielleicht muss man es rein lernen, was so wie in so ein Silo. Gut, wir haben aber nicht so eine Maschine.
Oder andersrum über. Wir haben gar keinen Anhänger. Stroh. Ich glaube, der Rudolf kann ja keinen Stroh nehmen. Aufnehmen nicht. Da braucht man schon so einen, diesen speziellen Wagen. Ein Anhänger, der das halt kann. Ich glaube, es gibt da keinen Anhänger, der das in dem Sinn kann. Sicher. Brauchst du auch fürs Häckselgut und so Anhänger? Was ist, wenn wir den um 3400 kaufen? Jetzt ja, zum Probieren können wir es. Aber ich meine, jetzt ist eh unnötig, wir haben eh nur Ballnetz. Ja, aber kann man ja aufschneiden und. Oder könnte man machen. Warte, ich kaufe den einmal. Lass mal das ausprobieren. Weil jetzt ist er eh schon wurscht. Eh schon wurscht ist nicht. Fahre ich gleich wieder zurück. Ah, wir haben keinen Silage mehr, gell? Kein Silage. Oder haben wir noch Silage bei irgendwo? Oh, haben wir. Okay. Aber wir sind noch 40% erst. Siehst, das ist zum Beispiel auch so ein quasi Oldtimer-Anhänger, sag ich mal. Mit dem, was wir am Anfang hatten, oder? Ich glaube. Ah, da ist das Klagert. Ich dachte, das halt nicht im Weg stehen. Mhm. Ja, gute Idee. Stroh kann er nehmen, also kann er denn jetzt. Er kann Glas, Gras, Heu, Häckselgut und Stroh. Und er macht von 1000 zu 1000. So, das ist jetzt reingeklärt irgendwie, oder was? Nein, ich hab schon gepresst. So, dann hast du hier mal an. Wie gepresst? Mit was hast du das jetzt gemacht? Mit der Presse? Die Presse genommen und hab gepresst. Achso, das sind wieder quasi. Ah, okay. Ja. Weiter. Bam. Halb voll. Warte, ich helf dir. Danke, aber ich steck da fest. Ich glaube, da habe ich nicht ganz in Richtung Traktor genommen. Es ist generell schwer, glaube ich, so raufzufahren auf so einen Hügel. Egal mit welchem Traktor. Na gut, das liegt dann schön. Ach, dann mit den Ballen geht das einfacher. Ja, leider geht's nicht. Schade mit den Ballen. Das heißt, man kann das auch nicht direkt dort aufschneiden, quasi. Ja. Das heißt, der fasst quasi so viel wie einen Ballen, kann man sagen, dieser Ladewagen. 11.000 ist halt ein Ball. Wie viel? 11.000. Ah ja. Und ich bin 84% voll jetzt. Oder? Ja, so funktioniert's. Warte, ich schütt gerade rein. Ja, also so funktioniert's. Ach so, ja.
heißt, wir brauchen dann einen größeren Ladewagen im All Along. Ich würde das trotzdem mit einem Anhänger machen. Ich würde es nicht aufladen. Ich würde es trotzdem pressen und dann im Ladewagen vielleicht, also im Anhänger aufschneiden. Geht wenn das geht. Weiß ich eben nicht. Haben wir wohl einen Anhänger noch? Kann der Strohkante, Rudolf kann es nicht, hast du gesagt. Naja, es muss was drinnen sein. Oma, oder Rudolf kann es. Ja, na dann. Oder haben wir nur einen? Wir haben jetzt zwei, aber ich glaube in dem einen ist was drin. In dem einen ist was drin, aber was ist mit dem anderen? Ist auch was drin. Wir haben ja Hafer, letztes Mal. Achso, ja. Gut, das brauchen wir das dabei? Nein, nein, dann verkaufe ich. Okay. Aber ich dachte, in Rudolf geht kein Stroh, deswegen. Dann hätten wir den Ladewagen nicht kaufen, weil ich brauche. Ich wusste nicht, dass du, dass man dann innen drinnen aufschneiden kann, weißt du? Ja, wenn du reinkletterst, sollte es gehen. Ui, ist. Ja, jetzt. Yay. Ich kann es nicht. Und trotzdem werden wir dann einen größeren brauchen. Das so machen. In zwei Ballen rein, glaube ich. 24 gehen. Das ist auch nicht viel. Eben das. Hätte man da dann. Dort. Vier Ballen. Soll ich den wieder verkaufen, den Überlade? Lass ihn. Da kann man ja lassen. Aber wenn es nicht geht. So. Und wo ladet er das Silage ab? Ein Dings im Silo. Achso, das holt man sich raus dann quasi. Es ist eine Produktionsstätte, wie jede andere. Wird da drin produziert. Und halt keine Paletten, sondern er speichert das da drin. Dann holt man sich das Silage so raus. Ja, oder man verkauft es direkt, das kann man dann auch einstellen. Ah ja. So. Setzt du das jetzt halt am Feld? Durchgespawnt. Okay. Wenn ich die Strohballen so verkaufe. Ja, dann bringt es aber nichts. Wir müssen auf einen Ladewagen sparen, auf einen größeren. Halt auch Zeit mit dem Ladewagen. Naja, wie willst du das sonst machen? Gar nichts, dann verkaufen wir Stroh einfach so. Gut, dann bringt die Bio, dann bringt die Silage-Anlage. Naja, du kannst dann Häckselgut oder so irgendwann reinhauen. Heu, Stroh, Gras, wenn du was übrig hast. Yay, aber das müssen wir trotzdem einsammeln. Yay, aber ich würde Stroh nicht ansammeln, weil sie sehen, wir haben jetzt Stroh über 400.000 Liter, das heißt, du musst 10 Mal hin und her fahren mit dem Stroh, was ich meine. Was soll man? Du musst den Ladewagen voll füllen, dann fährst du daher, abladen. Fährst du wieder weg, holst den nächsten, wieder abladen. So mit den Ballen wäre es einfach gegangen. Du presst, holst die Ballen, hast du es daher. Vielleicht gibt es einen Mob dafür. Was? Dass er das akzeptiert mit Ballen. Ich wüsste halt nicht, wie das heißen soll. Weil es ist ja dann ein. Muss ja ein neues Hilo dann sein. Stimmt. Ja, aber somit ist das eigentlich nie brauchbar. Warum? Wenn du hackst. Du kannst ja auch Gras oder so, wenn du übrig hast, auf einer Wiese oder so da machen. Ich find's für Stroh unnötig, was ich meine. So nur für Stroh jetzt.
Aber mit Gras musst du ja auch mit Ladewagen dann fahren. Ja schon, aber zum Beispiel Häckselgut oder so, das heißt, musst du das sowieso im Anhänger wegtransportieren. Wenn wir mal Häckselgut haben. Okay. Ja gut, solange nicht, das ist unnötig, ja. Gut, dann könntest du den Ladewagen eigentlich auch gleich verkaufen. Ja gut, den kann man sich auch aufhängen, was man mal braucht, Stroh oder so. Okay. Kostet ja eh nichts. Das war jetzt nicht die Welt, oder? Ja, 3.400. dann halten wir uns den. Und denk mal, gut, so haben wir begonnen.